Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch zeigen, wie wir Raspbian auf dem Raspberry Pi installieren. Und zwar habe ich jetzt hier einen Raspberry Pi 3 Modell B ist das jetzt hier. Ja, sieht halt so aus, wie eine kleine Platine. Dann habe ich noch ein Gehäuse im Schwarz hier, wo die Platine eben später reinkommt. Dann brauchen wir natürlich eine SD-Karte hier. Micro SD, das ist jetzt hier ein Adapter einfach, und das Netzteil hier Micro USB. Als erstes können wir die SD-Karte hier in den Slot reinstecken auf der Rückseite. Die SD-Karte, die muss übrigens mindestens 8 GB groß sein. Zack, und schon können wir ja unsere Platine erstmal vielleicht ins Gehäuse reinlegen. Das geht auch ziemlich einfach und schnell. Das einzige, worauf man hier achten muss, ist vielleicht ja, dass die Anschlüsse natürlich hier gut passen alle, und schon ja einfach den Deckel jetzt drauf, natürlich richtig rum. Zack. Und schon sind wir erstmal soweit fertig mit dem Zusammenbau. Hier sind nochmal die Anschlüsse halt. Ja. Und ja, das ist unsere SD-Karte. Und schon können wir jetzt unsere Raspberry hier anschließen. Als erstes schließe ich jetzt mal mein LAN-Kabel hier an. Dann mein, das ist das HDMI-Kabel hier zum Bildschirm, wenn wir das brauchen. Ich mache das jetzt einfach mal. Und hier haben wir das Netzteil, ja, einfach anschließen und dann ja in die Steckdose reinstecken, und schon startet unsere Raspberry. Ja, das hat kein Ein-Ausklopf, das startet einfach, wenn wir in die Steckdose reinstecken. Hier können wir noch mal Tastatur und Maus anschließen. Ja, das ist das Coole ist, dass es sehr wenig Strom verbraucht und auch ziemlich klein ist. Ja, das hat überall Platz sozusagen. Allerdings muss auf unserer SD-Karte auch ein Betriebssystem installiert sein, logischerweise, damit wir mit unserem Raspberry überhaupt was anfangen können. Und wie das geht, das will ich euch jetzt schnell zeigen auch. Alles, was wir dafür brauchen, ich habe jetzt hier zwei Tools, ja, einmal SD-Card-Formater und Win32 Disk Imager hier, und einmal das Betriebssystem selbst natürlich. Das ist jetzt hier alles, die Tools sowie das Betriebssystem natürlich auch, das ist alles kostenlos, ja, die können wir uns einfach aus dem Internet herunterladen. Die Links, die findet ihr dann unterm Video. Hier nochmal zum Betriebssystem, das ist jetzt hier die ja, offizielle Website hier, raspberrypi.org, ja, und hier in den Download-Bereich, Downloads, unter Downloads haben wir die Möglichkeit, einmal Noobs, einmal Raspbian zu installieren. Downloaden. Und zwar, also hier Noobs, wer das vielleicht noch nicht so kennt, das heißt einfach, das steht für New Out of the Box Software, und das ist einfach, da kann man draufklicken, einfach ein Assistent, ja, sozusagen, oder ein Manager, wenn man so will. Wir bekommen hier eine grafische Oberfläche mit einem Menü, und da können wir, haben wir die Möglichkeit auch zwischen mehreren Betriebssystemen die wir auszuwählen, ja, was wir hier installieren wollen, je nachdem. Ich würde jetzt aber hier beim Raspbian bleiben erstmal. Ich möchte das Raspbian jetzt einfach installieren, ich brauche nicht diese ganze Menü da. Deswegen, wenn wir jetzt hier auf Raspbian gehen, haben wir nochmal hier zwei Möglichkeiten, einmal mit Desktop hier und einmal eine Lite-Version hier. Das hat jetzt hier eine grafische Oberfläche, ja, das ist wie ein PC halt, wie ein Desktop, wie wir es gewöhnt sind, mehr oder weniger. Wir sehen hier, wenn ich jetzt auf Download klicke, das ist 1,7 GB groß. Okay, und hier die Lite-Version, also die Lite-Version, das ist jetzt, wir haben einfach keine grafische Oberfläche hier, das ist nur eine Kommandozeile sozusagen. Und die ist jetzt hier 349 MB groß. Ja, das ist schon eine ganze Menge, denke ich. Ich werde jetzt, ja, also wer die Desktop-Version hier mit der grafischen Oberfläche haben will, das lädt jetzt
hier dieses runter. Ich bleibe jetzt hier bei dieser Lite-Version, weil das jetzt auch schneller geht und ich die grafische jetzt in dem Fall auch nicht brauche. Die Schritte, die jetzt folgen, die sind die gleichen, ja. Wie wir das jetzt installieren. Ich habe das jetzt hier schon heruntergeladen, die Lite-Version, wie gesagt, das ist das hier, ja, das ist eine Archive, das packe ich mir jetzt hier auf, aus, zack, und schon habe ich jetzt meine Image hier, ja, Raspbian Stretch Lite, das ist eine Image-Datei. Jetzt, spätestens jetzt, sollte die unsere SD-Karte natürlich mit unserem PC verbunden sein, auf jeden Fall. Und ich habe das jetzt auch schon gemacht, das ist das hier, ja, meine SD-Karte, wird, okay, hier ist noch Raspberry drauf irgendwie, aber okay, also das ist jetzt unsere SD-Karte hier, oder meine in meinem Fall. Jetzt starte ich mir, nachdem ich mir das ausgepackt habe, diese Software hier als Administrator, SD-Kartformater. Hier sehr aufmerksam die richtige Karte auswählen, ja, das ist jetzt meine hier. Quick Format, das kann bleiben. Okay, ich klicke einfach mal auf Format. Hier kommt noch eine Warnung, dass alles gelöscht wird. Ja, das wollen wir und schon ist das durch. Ja, die Karte ist jetzt formatiert. Das kann ich schließen. Wir können das auch überprüfen. Jetzt ist nichts mehr da. Und jetzt starten wir unsere Windows 32 Disk Imager hier, auch als Admin, und schreiben einfach die Image auf der Karte. Ja, einfach starten, hier nochmal unsere Datenträger, die richtige SD-Karte hier auswählen und hier einfach auf dem Ordnerzeichen hier unsere Image hier, ja, das wir auswählen. Zack, und schon können wir hier auf Schreiben, hier kommt nochmal eine Warnung, dass ja alles gelöscht wird und die Daten beschädigt werden. Und schon geht es los hier mit dem Schreibvorgang. Zack, das wird jetzt wahrscheinlich 3 Minuten steht hier dauern. Ich denke, das wird schneller gehen, aber ich mache mal jetzt Pause kurz an der Stelle und bin dann gleich wieder da, wenn das durch ist, damit das Video jetzt nicht unendlich lang wird. So, jetzt ist es durch hier. Das hat jetzt doch ein bisschen, also 2 Minuten und 19 Sekunden gedauert. Schreiben war erfolgreich. Ja, wir bekommen hier die Bestätigung. Zack. Das können wir jetzt alles schließen, beenden. Wir schauen nochmal auf der Karte. Hier meinetwegen hier Parkboot und schon ist alles wieder da. Ja, das Betriebssystem ist jetzt drauf. Vielleicht hier noch ein kleiner Tipp. Wenn wir uns über SSH verbinden hier mit unserem Raspberry, das ist standardmäßig deaktiviert, also wenn wir jetzt vielleicht zum ersten Mal, es kann ja sein, dass wir keine Möglichkeit haben, uns irgendwie mit einem Bildschirm zu verbinden, so, und wir wollen aber direkt über SSH, das funktioniert leider nicht so auf Anhieb, weil SSH wie gesagt standardmäßig deaktiviert ist. Wir können uns jetzt aber hier direkt in das Root-Verzeichnis hier einfach eine neue Datei einlegen hier. Und zwar eine Textdatei, ja, und die nennen wir einfach SSH. Und ganz wichtig ist hier die Endungen, also dieser TXT, das muss weg, ja, auf jeden Fall. Zack, 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 und das Punkt auch, das heißt einfach SSH, trotzdem ändern, ja, genau. Und schon haben wir jetzt hier die Datei, also wenn ihr hier die Extension nicht seht, die TXT, das könnt ihr hier über Ansicht, Optionen ausgeblendet irgendwo hier Ordner Optionen Ansicht und Erweiterung bei bekannten Dateitypen ausblenden, hier muss der Haken raus, ja, und schon seht ihr hier die Endung und das TXT muss weg, das ist wichtig, sonst funktioniert nicht. Genau, jetzt sind wir jetzt auch schon durch hier. Wir müssen jetzt natürlich die Karte hier rausschmeißen. Okay, irgendwie das ist jetzt das hier einfach rausschmeißen und jetzt werden wir die Karte einfach in unserem Raspberry hier in den Slot, wo wir vorhin sie rausgeholt haben, einfach reinstecken.
Und schon, ich mache es jetzt mal kurz. So, ich habe jetzt die Karte, meine SD-Karte hier reingesteckt in mein Raspberry Pi und Strom angeschlossen. Das dauert vielleicht, ja, weiß ich nicht, ein, zwei Minuten höchstens, und bevor das hochfährt, das Teil. Und jetzt müssen wir natürlich die IP-Adresse von dem, von unserem Raspberry herausfinden. Das können wir entweder mit einem Network-Scanner oder halt ganz einfach in unserem Router, ja, oder Fritzbox einfach nachschauen, Raspberry Pi, und da sehen wir die Adresse. Bei mir, ich denke, das ist jetzt hier die 2 hier, glaube ich. Und wir werden jetzt sehen, ob das klappt. Ich denke, also wenn wir jetzt keinen Bildschirm angeschlossen haben, können wir uns hier direkt über SSH verbinden, nachdem wir die Datei uns da erstellt haben. Ich mache mal Open, genau. Wenn wir uns jetzt zum ersten Mal hier ja anmelden, dann müssen wir jetzt hier dieses einfach mit ja bestätigen hier, das ist die Key hier, und schon sind wir jetzt hier auf unserem Teil drauf. Das Default hier, vielleicht was wir als erstes hier machen, einfach wir melden uns jetzt mit, also das Standard Benutzername ist Pi, ja, Pi, und das Passwort ist Raspberry, alles klein geschrieben, und Enter, genau. Und schon sind wir mit unserem Raspberry hier verbunden. Hier kommt schon die Warnung, ja, dass es ein neues Passwort vergeben werden muss. Das sollten wir wirklich als erstes machen, einfach mit Passwd hier. Ich denke mal mit sudo wahrscheinlich. Passwd, jetzt vergeben wir einfach ein neues Kennwort. Zack, und nochmal bestätigen. Okay, jetzt haben wir das Passwort geändert. Als nächstes sollten wir dringend, würde ich sagen, ein Update hier, also unsere Repositories updaten. Das machen wir auch mit sudo, damit es auch funktioniert, genau. Und nachdem wir das auch gemacht haben, dann schmeißen wir natürlich noch ein Upgrade drauf, ja, oder ein Dist Upgrade, je nach, ja, also einfach ein, natürlich einmal sudo apt-get, ja, wir können ruhig ein dist upgrade hier drauf schmeißen, und ich breche das jetzt ab, weil genau das wird jetzt, wenn ich jetzt mit ja bestätige, das dauert dann je, ich denke mal, eine Weile, ein paar Minuten, bis es durch ist. Deswegen breche ich jetzt an der Stelle hier ab mit nein. Ich mache das einfach später, beziehungsweise werde ich das jetzt hier doch durchziehen, laufen lassen. Und was ich eigentlich mit dem Teil hier vorhabe, ist unter anderem, ich möchte Pi-hole drauf installieren, um das als ja Tracker und Werbung Adblocker zu benutzen, und zwar fürs ganze Netzwerk. Ja, wir können das als DNS-Server hier in unserem Netzwerk laufen lassen und ja, die ganzen Werbungen, wie gesagt, und den Tracker blockieren. Das wollte ich jetzt eigentlich auch machen hier in einem Zug, aber ich denke, das Video wird dann doch zu lang hier, und werde an der Stelle jetzt hier aufhören. Ja, also das Grundsystem ist jetzt installiert. Wir haben jetzt alle Voraussetzungen, und ich werde jetzt noch ein Video machen gleich, und zwar werde ich dieses Pi-hole installieren und zum Laufen bringen. Ja, also ich hoffe, dass das für euch erstmal hier hilfreich war oder interessant. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ich höre jetzt auf. Danke fürs Zuschauen. Und kommen direkt mit dem nächsten Video hier, und zwar wie wir Pi-hole installieren hier und das als Adblocker und Tracker-Blocker fürs komplette Netzwerk hier nutzen.